Hallo, lieber Blechfaust, ich bin Neoblade und ich habe Tipps und Tricks und Vorschläge, die du gemacht hast, erhört. Es gibt einen neuen Neo-MT und der heißt Neo-MT Darklines Multitask Trainer Revamped. Ich sehe schon, ich muss hier so ein paar Sachen rausnehmen. Autoplay habe ich keine Screenshots, aber habe ich was gemacht. Also ist alles better, ist alles better. Wie immer gehen wir auf Create Game. Noch sind alle Stufen vorgegeben, also ob du hier Medium eingibst oder nicht, erstmal unwichtig. Du bist automatisch Terran. Das werde ich irgendwann so ändern, dass auch Zerg und Protoss möglich sind. Economic Focus ist ganz sinnvoll für den Gegner, aber der Gegner kann dich erstmal nicht angreifen. Aber ich werde jetzt hier nicht so viel erzählen. Ganz wichtig ist, du darfst auf dieser Karte nicht supply-blocked sein. Und du musst die ganze Zeit produzieren. Und wie wird das erreicht? Ich muss gerade die Videoaufnahme checken. Die Videoaufnahme sieht gut aus. Wie wird das erreicht? Du hast zwei Objectives, die Idle Production Time und die TSC, Time Supply Capped. Und wir schauen einfach mal, wann ich sterbe. Ich baue sofort CC First. Du siehst oben in der Ecke, ich habe unendlich viel Geld. Das liegt einfach daran, damit man möglichst schnell taggen kann. Also unendlich viel Geld habe ich nicht. Ah, ich merke schon, dass das unglaublich schwer ist. In der Mitte gibt es diese übliche Army. Da wird noch nichts mitgemacht. Du kannst aber Steine zerstören damit. Also es gibt noch keine High Templar, das ist alles sehr schwer zu programmieren. Ich habe für diese Version alleine schon 8 bis 12 Stunden gebraucht. Und wie gesagt, immer Supply Depots adden. Wenn die Barracks fertig werden, muss man da auch was machen. Wir werden jetzt aber als allererstes zwei E-Bays adden. Sobald die Barracks fertig sind, werden wir ja, es ist schon jetzt schon so schwer, dass ich nicht richtig sprechen kann. Ich habe keine Kameraposition gesetzt, auch scheiße. Hier sofort ein Tech Lab dran, da sofort ein Reaktor. Deswegen gibt es, wie gesagt, hier sehr, sehr viel Geld. Du solltest nicht Supply Blocked sein, solange du mit diesem SEV hier konstant baust. So, wir nehmen sofort hier zweimal Gas. Und wir bauen sofort eine Factory hier hin. Das, was ich an diesem Multitasking-Trainer besser finde, ist, dass du dir die Gebäude aussuchen kannst, aus denen du produzierst. Dass du... Wir sollten jetzt mal langsam OCs bauen. Für zu viel Geld nicht bestraft wirst. Und dass hier die Production Time, die Idle Production Time... Du kannst also hier mit der Maus draufgehen, dann siehst du die Maximalwerte, die du erreichen darfst. Das ist einmal 30, einmal 1500. Hier unten sieht man es noch nicht, aber okay. So, die Factory wird Tanks bauen und wenn wir kein Gas mehr haben, wird sie was anderes bauen. Ich werde gleich auch einmal den Gegner scannen. Und wir bauen jetzt das nächste Gas. Glaube, ich habe die. Ja, Depots vergessen, das ist schlecht. Aber noch ist meine. Ja, noch habe ich genug Depots. Du wirst auch hier mit Liberatoren harassed und so weiter. Und jetzt können wir hier ein weiteres Depot bauen und hier ein Tank. Tank sollte einigermaßen lange dauern. So, wir müssen jetzt hier unten. Hier können wir mal die Steine zerstören und dann zu den nächsten Steinen gehen. Aber hier unten sind auch Steine. Die müssen wir. Oh, wir haben die. Das ist ganz wichtig, dass man sofort, wenn die Factory fertig ist, die Armory baut, damit man weiter Upgrades bauen kann. Und wir bauen wieder zwei Depots. Da kommt ein Reaper.
habe die Barracks wieder vergessen. Ich habe wieder Dinges. Du siehst, die Idle Production Time steigt unerbittlich. Aber jetzt können wir expandieren. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. So, jetzt scannen wir mal den Gegner, was der so macht. Also wie gesagt, den kann man dann auch vernichten, allerdings muss man hier alles öffnen, damit man da hinkommt. Und wie gesagt, wenn dir langweilig ist, kannst du mit der Army im A-Move machen. Und alles andere so. Hier wieder Production rein. Jetzt, das muss auch produzieren, sonst ist die Idle Production Time halt überall schlecht. Also du siehst, ich habe schon mehr als genug zu tun. Wie mal dieser scheiß Reaper da reinkommt, ist mir unklar. Also es ist mir nicht unklar, ich habe es so programmiert, aber es ärgert mich. Und ja, ich habe selbst mit zwei Barracks Riesenprobleme konstant zu bauen. Und sonst läuft ja alles. Und ja, wieder den... Also ich denke, du siehst jetzt, wohin das führt. Idle Production Time hält sich langsam in Grenzen. Ich halte auch mein Geld einigermaßen unten. Und wir tun hier mal die nächste rein. So, es ist halt die Frage, was ich noch nicht weiß. Gelten zur Idle Production diese Tech Labs dazu? Das wäre halt eine klare Frage. Wie gesagt, es kommen Liberators, es kommen Banshees. Hier machen wir mal eine Planetary draus. Holen hier unten auch Gas. Hier unten ist noch kein Gas. Und theoretisch kannst du überall expandieren, wenn du es schaffst, Medivacs zu bauen. Bevor du stirbst. Da kommen die Liberator. Also du siehst, meine Production bleibt die ganze Zeit stehen. Die ganze Zeit. Aber ich habe genug Depots. So, wir brauchen weiteres Gas. Upgrade complete. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht und ich hoffe, dir hilft das ein bisschen. Du siehst, also ich habe es geschafft, 3 Steine nur zu zerstören. Theoretisch kannst du die ganze Zeit deine Army umhermoven und überall Steine kaputt machen. Kannst die Gebäude bauen, die du bauen willst. Ich war mal auf 0 Mineralien, bin dann wieder hoch und so. Habe aber es geschafft, 7 Minuten zu überleben oder fast 7 Minuten zu überleben. Gehen wir nochmal einmal zurück. Ja, habe fast so lange zu überleben, ohne dass ich hier gestorben bin. Also das Gasmanagement ist hier super wichtig auf der Karte. Weil du bei da wirklich halt stirbst. Und also man sieht hier, du kommst hier halt auch nicht raus. Der Gegner kommt dadurch aber auch nicht zu dir, also außer mit Reapern. Und so weiter und so weiter. Und ich glaube, ich habe zu viel Arbeiter gebaut, aber ich bin wenigstens auf Supply. Da sind die Banshees zum Beispiel. Das heißt also... Ja, also wie gesagt... Vielleicht sollte ich die Karte auch beenden, wenn man maxed ist, aber... Kann man ja schauen. Also wie gesagt, kannst du mal trainieren, einfach mal auch mir ein Video dazu machen und mir mal Rückmeldung geben. Das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte abonniert meinen Channel und bis demnächst.